Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Payday 3. In der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen, Beta-Modus natürlich gespielt. Wir haben hier die klassischen Überfälle gemacht. Beide. Ist ja schön, wenn noch mehr klassische reinkämen. Wir spielen jetzt der faule Apfel und wir starten jetzt hier einfach mal in die Kotzi. Guys, I got something you'll want to see. I was digging through the Golden Shark servers, found this buried under bank reports and investment sheets. What is it? Combat data for a new type of drone operating system. Highly advanced. You could apply it to military-grade units or cheap homemade builds and get the same level of accuracy. I've never seen anything like it. Some real fucking sci-fi shit. What is drone combat data doing on a bank server? Maybe it was Mason Lawrence. He was into cybersecurity. This is a whole other beast. According to these files, the OS software and drone specs are stored at the Scry Digital Data Center in Ryan Park. I read about them. That whole building runs on a new type of AI-based security program. They call it the Security Integrated Network System. SINS? Oh, very subtle. Thank you for using SINS. This drone tech could be worth a lot of money to the right buyer. And lucky for us, we've got the right buyer's phone number. Was für ein Zufall. Wir spielen jetzt Syntaxfehler. Fällt mir noch eine Sache davor ein. Standardfutter habe ich sogar drin. Mittleres. Machen wir das. Dann Munitionstasche oder sensorische Schutz. Panzertasche. Das ist eher Sanitätertasche, aber ich nehme mal Munition. Hier haben wir 9 für 9 ausgerüstet. Störsender nehmen wir mit. Wurfmesser haben wir ausgerüstet. K4-Gewehr. Ich kann auch mal neue Waffen kaufen, wirklich. Das wäre auch sehr sinnvoll mal. Gut, wir haben alles ausgerüstet. Sorry, ich muss noch mal kurz sicher gehen. Und ja, ich würde mal sagen, Vorteile. Bringt uns die Seilrutsche was? Ich mal gucken. Mal gucken. Weil man kann es ja leider nicht sehen. Es wäre toll, wenn es so eine Ansicht manchmal geben würde. Ich glaube nicht. Oder? Jawohl, wenn wir von außen reingehen. Es ist so toll, hier zu sein. Oh, ist das so toll. Oh, ich liebe Payday 3, wirklich. Wirklich, auch wenn es in den Klatschnachrichten immer so heißt, totaler Flop und bla bla bla. Klar spielen es weniger Leute als Payday 2, weil Payday 2 immer noch läuft. Aber Payday 2 hat mehr Heists. Deswegen, na? Ist es klar. Ja, ja, hier, mal nicht so aggressiv sein. Aber für mich bietet dieses Game wesentlich mehr als, na? Als Payday 2 mir überhaupt bieten könnte in irgendeiner Weise. Es macht mir immer noch Spaß, nicht falsch verstehen, na, aber... Aber hier... Das hat mehr Potenzial einfach. Ablenkung aktivieren. Privater Bereich. Da kann ich nichts machen. Ich müsste mal da hinten hin. Aber ich denke mal, wenn ich da durchgehe, piep ich oder ist es vorbei. Machen wir mal hier. What was that? Ja. Alles gut. Wollt's nur mal testen, wie weit es geht. Na? Okay, wirklich Instant Alarm. Direkt Masken aufsetzen und ciao Bella. Ich hätte jetzt gedacht, okay. Bla 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 bla. Na? Das hätte ich jetzt gedacht, weil man wird ja jetzt, wenn man entdeckt wird, nicht direkt festgenommen. Na? Deswegen.
Okay, das heißt, hier kommen wir nicht rein. Das heißt, wir machen gleich einen Shenanigans. Das heißt, wir machen hier, dass der weggeht. Dann kann man eine Tür knacken, wenn die Kamera wegschaut. Also warten wir, bis die Kamera wieder herschaut und dann gehen wir rein. Die Kamera schaut drüben. Zack. Was ist das? Zack. Und schon sind wir drin. Und schauen wir mal durch. Verriegelt. Flüssigkeit benötigt. Okay. Ich habe nichts gemacht. Die Tür war schon offen. Okay. Da liegt ein Handy. Kann man den vielleicht rauslocken? Aber ich glaube eher weniger. Das ist nur, dass er abgelenkt ist. Rauskommt er nicht. Hier ist das Telefon. Da rein müssten wir. Wir kommen aber nicht rein. Wir könnten den Schacht dann reingehen. Aber wir können auch... Wir schauen uns erstmal außenrum nochmal um. So, wir müssten da rein und dann mit dem Schacht durch. Problem ist, wir sind allein. Ne? Das schön nochmal im Hinterkopf. Behalten. Und hier ist eine Alpha-Wand. Okay, das finde ich immer ein bisschen unschön. Wenn es einfach man nicht weiter kann. Aber okay. Das kennen wir ja aus den anderen Teilen. Da ist unser Van. Und ich schätze mal, man kommt jetzt hier auch nicht. Kommt hier recht weit sogar. Hier ist Schluss. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Verriegelt. Von innen verriegelt. Also das können wir nicht mal knacken. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Moin. Moin. Anybody there? Zack. Let's do this. Das kann man nur machen, wenn man hier jetzt reingeht, ne? Wir hoffen mal, dass hier drin kein Shenanigans jetzt ist. Okay. Das ist jetzt Büro. Wir gucken mal den anderen Weg. Das heißt, wir sind jetzt im Büro. Hier kommen wir nicht hin. Okay. Das ist der einzige Weg quasi. Okay, wir sind in den Büros. Das ist die Tür nach draußen. Das ist super. Das ist die Tür hier drin. Der Aufzug ist kaputt. Ich würde gerne in den Kameraraum reingehen. Da ist eine Kamera. We can't afford to go sightseeing. Security's too tight. Ja, ja. Everything we need is on the lower levels. Ja, ja, alles gut. Lasst mich halt einfach mal hier ein bisschen mal umschauen, ne? Hey, you! Don't make a sound. I won't say anything. What's your status? Over. Everything's das war nicht here, geplant. Buddy. Just peachy, if you ask me. Yeah, I can see that. That's good to hear. Drei Anrufe übrig. Kamera hätte ich vielleicht nicht zerstören sollen. Na komm mal mit. I'm cooperating. Das lief nicht so ganz so gut. Hoffen wir hier auf der Schwierigkeitsstufe läuft hier keiner weiter rum. Da
ist ein Computer drin? Ich muss das Knacken auch mal wieder hinsetzen. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Aufzugtür. Ich hoffe, da kommt keiner raus. Computer's unlocked. So. Wir haben einen neuen Code für das Lobby-Tastenfeld herausgefunden. Ich habe ein. Warte. Moment. Ja, ich bin alt. So, einfügen. Zack. So. Huch. Okay. Wir haben einen neuen Code für das Lobby-Tastenfeld rausgefunden. Ich habe den Code, den wir letzte Woche benutzt haben, auf Wunsch auch hinzugefügt. Einige Mitarbeiter schreiben ihre Codes immer noch auf und verlieren sie außerhalb der Anlage. Ich würde da empfehlen, die Codes täglich statt wöchentlich zu wechseln. Okay, ja, sagen wir mehr. Bla, das interessiert uns nicht. Stehe ja Mitarbeiter, bla bla bla. Bla 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 bla. So. Gut, also ist einer der alte und einer der neue. Oh. Kann ich das noch? Allein das finde ich so cool, dass das geht. Finders Keepers. Zack. Nimm mal alles hier mit. Das finde ich so toll. Also das Tresorknacken finde ich auch wesentlich geiler. Sorry, ich bin immer noch im Staunen. Gott. Dann machen wir mal kurz hier eine Sache. Ja. Yeah. Kommen Sie mal mit. Ich habe gehört. Achso, für den Code für die. Gut, der Code steht auch oben links. Muss nicht so altmodisch sein. Aber egal, jetzt habe ich ihn auch mal hier rechts abfotografiert. Kommst mal mit, mein Freund. Ganz altmodisch abfotografiert. Ich wollte mir zuerst aufschreiben, also noch altmodischer. Zack. So, aber jetzt kann ich ja hier nichts machen, ne? Gut. Ein Anruf übrig. Warum denn einer? Ich hab doch nur... Das hat doch gesagt, drei vorhin, oder nicht? Wir haben doch jetzt hier nur den einen hier erledigt. Na, das ist mal kacke. Jetzt hier hin. Das ist mal richtig kacke. Ist das ein Bug? Ah, okay, hier die Toiletten. Okay. Wenn ich aber da runterspringe, ist vorbei, ne? Also normalerweise. Siehst du mich? Gut. Also, 4 0 6 9. Gut.
Die Kameras sind leider nicht deaktiviert, ne? Das muss man im Hinterkopf behalten. This way. Wir müssten eigentlich noch mal hoch. Weggucken. So. Geht das jetzt hier? Oh nein, das sind solche Drohnen wieder. Security in the basement. If you get the chance, it couldn't hurt to take a look. Oh, mach mal hier auf. Zack. Nix. Da ist ein Wachmann. Ja, schon wieder Kopfschmerzen hier. Okay, hier brauchen wir Schlüsselkarte. Ich find's blöd, dass nur noch eine Anrufe übrig ist. Drohnen kann ich ja jetzt, glaube ich, auch hacken. Findet und verifiziert die korrekten Server. Okay. Wie geht das jetzt? Auch einfach nur. Wie lang? Weil ich traue mich jetzt nicht hier durchzulaufen. Okay. Nicht sehr lang. Wie komme ich hier dann rein? Rote Schlüsselkarte, oder? Was ist, wenn ich da reinplumps? Tod oder wie? Ich bin runtergefallen. Ich schieße sie einfach mal ab. Verdammte Axt. Gut. Natürlich am blödesten Ort habe ich die abgeschossen. When you bag a server, decrypt it at the access terminal. We need to verify if it contains a segment of the drone system data. Ich hau die mal da rein. Da ist noch einer. Zack. Anomalous connection failure registered in server room B. Uff. Das hätte ich vielleicht nicht so schnell machen dürfen. All right, I'm linked to the terminal. Checking the decrypted data as we speak. So. Das ist ein Typ, aber ich glaube, der hat nichts. Zack. We got one. Part of the drone data is stored on this server. Ja, aber wir laden es doch da einfach nur runter, oder?
Something's up. Let's do a search. Oh, sorry, dass es gerade so leise war, aber ich bin hier wieder runtergeplupst. Uff. Wir sind... Wir sind dran. Hey, you! They got one of us! You, over there! Wir sind dort. What do you want? Verdammt, Axt! Das kann man locker schaffen. You know what? I bet it's one of those fucking viruses going around. That's what I think. Really? Well, I guess I'll take your word for it. Ich hätte den ETM-Störsender reinmachen sollen. Verdammt, Axt! We can't do anything else until we shut down the AI security system. My floor plan puts the SINS processing... Mann! So dumm gemacht. So dumm bin ich, so dumm. That's two out of three. Sogar, der wäre sogar der zweite gewesen. Die sind jetzt alle hier abgekapselt. Mann, und den einzigen Zivilist, der ist am Arsch der Welt hier. Ja, okay, den darf ich noch nicht rausnehmen. Wie kommen wir jetzt nach da oben? Gute Frage, nächste Frage. So dumm bin ich. So dumm bin ich. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Gute Frage, nächste Frage. Wie kommen wir da hoch? Da kommen wir nicht hin. Wo ist da eine Schacht? Jetzt doof? Das ist auf der anderen Seite. Ja, aber wo sind eigentlich unsere zwei Anrufe hin? Das ist eher die richtige Frage. Wo sind unsere zwei Anrufe hin? Hier. Ah, da kommen wir ja nicht mal rein. Wie komme ich dann da hoch? Das ist dann wirklich die gute Frage. Komme ich da oben hin? Muss ja irgendwo ein Eingang sein. QR-Code. Gott, das macht so viel kaputt. SWAT units have infiltrated the basement. Get ready. Ja gut, Strom kann ich auch nicht machen. QR-Code, wo gibt's den scheiß QR-Code, ey? Wir sind echt... Wir sind gut durchgekommen. Aber dann habe ich's verkackt. Mann. Vor allem da hoch, da kommen wir halt nicht. Das ist halt einfach so. Entweder sagen wir, wir probieren es nochmal neu. Control Room, ne, geht nicht. Aber wir rennen jetzt durch. Boom. Da. Ah, das ärgert einen. Ah, wir haben Störsender da. Vor allem, mich wundert es wirklich, warum man zwei... Wo jetzt hier meine zwei Anrufe hin sind. Einfach die Spot. Wir haben ja nur einen. Wir haben ja nur einen. Egal. Na okay, der ist weg.
one. Ist das kacke, ey. Gibt's hier noch irgendeine Munition, irgendwas? Nee. Gut, nee, wir machen den jetzt einfach weiter, den heißt. Ist extrem dumm gelaufen, gebe ich zu. Wir haben kaum Munition. Schön ruhig bleiben. Jo. Nein, komische Typ. Bleib weg, ich hasse euch. Bisschen Munition sparen. Nee, der ist dead. Gut. Ah! Ja, spring erstmal runter. Ach, so dumm, vor allem, dass ich zweimal so dumm einfach ausrutsche. QR-Code. Wieso dachte ich mir, dass den scheiß QR-Code da oben gibt? Wahrscheinlich ist sie ja zu. Ja, da ist dran. Kommt die Geiseln aus. Ja, ja, ich. Kommen wir nochmal? Gut. Wo ist er? Okay. Nicht gesehen? Ja, rote Schlüsselkarte. Wo ist die rote Schlüsselkarte? Das ist jetzt die Frage. Das ist die Preisfrage. Wir kommen nicht da hoch, wir kommen nicht da rein. Wir haben nur den scheiß QR-Code. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich nehme mal hier so einen Serverraum. Klatschen wir ein. Euch hier drauf erstmal. Wie kommt man da hoch? Wo ist die scheiß Schlüsselkarte? Dann ein Elektroschocker hier. Das wäre so einfach gewesen. Der heißt es an und für sich nicht. Nicht schwer, aber es hat dumm gelaufen. So, ist hier irgendwas? Oh, wir sind ganz schön angeschlagen. Zack. Zack. Ah, nee, doch, hatte ich doch freigeschalten. Oh, eine Handgranate, eine Handgranate. Ah. Macht er wieder auf, sowas? Gas, verschwinde! Ist auch nichts. Wo wird diese scheiß Schlüsselkarte sein? Ich hab ihn gesehen, du dumme SAU. Hier ist ein Dingraum, okay. Schlüsselkarte. Die blaue Schlüsselkarte ist vom Arsch. Vielleicht haben wir irgendwo einen Wachmann erschossen, der sie den Ball hat. Ich glaube, das ist meine größte Vermutung. Tja, da oben rein. Aber da oben rein kommen wir nur, wenn wir Schlüsselkarte haben. Found the key card. Die hängt da einfach nur da, okay? Wie easy ist denn diese Scheiß heiß? Sorry, muss ich sagen. Schieb das jetzt mal auf den Bug, dass wir da jetzt hier zwei verloren haben. Aber okay, wenn man es weiß. Oh. So, Mann. Du bleibst mal hier.
Ich hab dich gehört. Und wenn man dich hört und dich sieht, ist leider schon zu spät. A check of my systems indicates my main drive functions have been disabled. May I ask why? Achso, das sind Kameras. Accessing backup systems. Error. Access denied. Zack. Sins locked us out. We need to loosen this thing's grip. Let's try disabling the cooling system. Ja, ja, probieren. Ich probier's. Angriff steht bevor. Trotzdem ärgerlich wie Sau. Mit ganz viel Zack. Mal sehen, wie sehr dir das gefällt. Immer. Das gibt's doch nicht! Du alte Sau! Gut. Ich aktiviere einen zusätzlichen Kühleinheit. Ach was, da bist du, mein Freund! Weg mit euren Strom hier. Oh mein Gott. Wuhu. Ihr wisst doch gar nicht, was ihr hier arbeiten sollt. Zack. Ich höre. Gut, was ist das? Was ist das? Wieder da? Hab's gesehen. Deswegen sind auch überall die Dinger jetzt hier, ne? Macht Sinn, weil das ist schon sehr auffällig, wenn da überall die Abdeckungen fehlen. Zack. Mensch, so korrupte Bullen hätte ich auch gerne mal. Direkt wissen, was man hier macht. Excellent. 3, 2, 1. Ciao, Bella, Junge. Oh, ich habe auch was hier drauf geschossen. Ich throttle. Autsch, 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 autsch. Brauch ein bisschen Heilung, meine Freunde. Doch ein High-Kit lieber mitnehmen sollen. Und einmal hier. Fressest du Scheißteil. Haut ab! Mein Haus! Geiseln aus. Um Ressourcen zu halten. Wir haben gerade keine Geiseln.
Verriegelt. Hier komme ich gar nicht hin, okay. Gut, wir haben Zeit, wir haben... Ich wusste es, dass du kommst, du kleine Sau. Das ist gut, ich glaube, dann ziehen wir sogar durch. 30 Sekunden. Das dachte mir schon fast, weil da viel zu viele Küchenanigans Sachen sind. Gut, da ist auch noch ein iPad. Es sieht okay aus, auch wenn ich es ein bisschen verkackt habe. Und auch weil das Spiel mich mal wieder beschissen hat. Das war etwas unangenehm. Von hinten. Ich dachte, da käme hier links um die Ecke. Oh mein Gott! Ich dachte, was zwischen denn da? The cooling system was rerouted. Must have been the cops. Shut it off again. Zack. Tja. Auf Steph ist halt trotzdem alles immer noch am einfachsten, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man überlegt mal, wie viel hier einfach an Scheiße passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich muss mal kurz nachladen. Ich nehme den mal kurz mit und dann machen wir da oben weiter. Oh Gott. Also laut ist bei dem Job hier definitiv keine Lösung. Unseren zweiten Server kriegen wir auch nicht raus momentan. Darf ich einen neuen reinhauen? Ich glaube, das geht nicht, oder? Wenn man ein bisschen vorarbeitet, geht das? Geht das nicht? Doch. Ah, nein, die habe ich vorher gesehen. Ich trottel. Dumme KI. Zack, ciao Bella, Junge. Ja, haut ab, ihr Schweine. Leute, kommt ihr mal? Zack. Blub rein. Hoffentlich ist es der richtige. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. 30 seconds until they hit you. Focus, people. Nicht? Bonus-Server, es war nicht der richtige. Aber jetzt dürfte doch keiner mehr da sein. Ich sehe nix. Oh nein. Der neue Druck kommt. Zack.
doch vielleicht Standardfutter nehmen, oder? Immer noch nicht der richtige. Verdammte Axt! Mal durchschauen hier. Da ist noch einer. Er muss es doch dann sein. Boah! Ich hab's gehört, dass du von da hinten kommst. Aua! Komm, bitte sei der Richtige. Wieder nicht der Richtige. Oh mein Gott. Ah! Nein! Schon wieder los! Wie oft kommen denn solche hier? Die sind fürchterlich, ey. Muss doch mal hier. Ja, hier. Komm. Komm. Jetzt aber. Den habe ich wieder einen gesehen. Deine Sau. Ich finde auch cool, dass man zu viel mit der Umgebung machen kann. Das ist ein bisschen ein ekliger Gestank. Wir können immer noch Munition hinschmeißen. Bonus-Server. Mensch! Also ich sag, gehen wir wirklich hier die Server aus. Es war klar, dass er genau da kommt, wenn die Nase hat. So war es von klar. Hallo. Also jetzt langsam, hier ist nichts. Da ist nichts. Langsam geben wir die Option aus, Skipper. Naja, da kann auch nichts sein. Nichts, nichts, nichts. Ist das ein Bug? Habe ich einen übersehen? Nee, das ist ja schon fertig gepackt. Oder ist der da oben? Here we go. Mal langsam bin ich mit meinem Latein hier am Ende, wenn ich ehrlich sein darf. Mobile cover on site. I'll take that. You're out. Scheiß Drohnenmensch. Ah, das sind diese scheiß neuen Drohnen. Also, ich bin etwas ratlos gerade, wenn ich das ehrlich mal sagen darf. Hier kommen wir nicht rein. Höchstens hier in der Mitte, dass man da. Hier ist noch einer. Der allerletzte. Ne, hier sind noch zwei. Hier sind sogar noch zwei.
Alter, wie viele man hier jetzt aufräumen muss. Also die ganzen Anrufe, die bräuchte man wirklich nur hier für den Keller. Für oben definitiv alles sinnlos. Zack. Okay. Platziere Sprengstoff. Kriegen wir hin? Bonus-Server, das ist der End. Wir nehmen natürlich erstmal das wichtige Zeug. Chaos, Chaos, Chaos. Bleib ballert und ich sehe keine Sau. Ha! Auch toll. Well done, Team. But they're still around, so don't relax just yet. Jetzt müssen wir wieder nach da oben. Wahrscheinlich die eine Tür da aufspringen. Wir können auch alles mitnehmen, ne? Aber ich würde halt, wir schauen mal, wie wir durchkommen. Wir schauen mal, wie wir durchkommen. Ich bräuchte leider auch langsam ein bisschen Heilung. Achso, jetzt kann man hier auch durch. Okay. Zack. Zack. Und. Zack. Jo, dann sprengen wir das mal auf. Hoxton, kommst du mal her? Eins und Feuer frei. Holy shit! You might have gone overboard with those explosives. Freiheit! Whatever works. Get ready. Here they come. Wir müssen ja immer noch fliehen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Oh Gott. Jo. Besiege die Bullen im Park. Hinter mir. Busse, Busse, Busse. Ich wieder nicht gesehen. Ich mach doch schon. Wenn hier welche wären, könnte ich welche hier clearen. Ja, wirklich, wo sind denn hier Cops? Hallo? Cops? Oh, hier findet auch ein Festival statt. Oder zumindest ein Konzert. Cops! Da ist einer. Wasted the fucking zapper. Stay near the landing zone. The chopper will only land if you're there and the cops aren't. Der gefällt mir nicht. I'm starting to get pissed off. Der gefällt mir gar nicht, eigentlich. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank. Da hat uns das Gas ein bisschen den Hintern gerettet. We can't escape with just the servers we need, or you can go back and clear out the rest.
Das ist richtig, aber... Ich sehe, du, du Sau. Okay, von der Seite reinhauen? Okay. Nehme ich jetzt hier die ganzen Server runter. Haben wir jetzt alle Server? Da! Alter, ey, wie dumm bin ich denn? Hast du keine Armkraft, ey? Wir könnten noch welche holen. Das würde wirklich gehen. Obwohl, wenn ich... Dann scheißen wir drauf. Wir scheißen drauf. Komm. Komm. Unten wäre zwar jede Menge mehr noch gewesen, aber... Wir scheißen mal drauf. Hat mir trotzdem nicht so gefallen. Ja gut. Wow, 4 Taschen hätte man noch sichern können. Okay. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, will ich mal sagen. Gut. Denke ich mal, kann man so stehen lassen. Puh, anstrengender als gedacht. Aber naja, das ärgert mich ein bisschen, wie das jetzt hier gelaufen ist. Eigentlich... Autsch, jetzt habe ich hier gekratzt ein bisschen. Eigentlich hatten wir ja noch 2 Anrufe gehabt, aber irgendwie ging das nicht. Egal. Ich habe auch eine neue Waffe freigeschaltet. Habe ich ganz vergessen, wieder im Eifer des Gefechts. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. In der nächsten Folge geht es hier dann weiter. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und in diesem Sinne, danke recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.